Sicher und aktiv im Alter war das Motto des 7. Landespräventionstages im Ludwig-Bölkow-Haus der IHK zu Schwerin. Organisiert von der Landespolizei MV und dem Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung konnten sich Interessierte über Präventionsmöglichkeiten informieren und austauschen. Die Arbeitsgruppe Seniorensicherheit des Landesrates für Kriminalitätsvorbeugung widmet sich schon seit 8 Jahren dem viel diskutierten Thema und brachte dazu mehrere Publikationen heraus. Diese fanden bundesweit Beachtung und führten zu vielfältigen Projekten und Initiativen. Auch deshalb sieht Innenminister Lorenz Kaffier die Kriminalitätsprävention im Land auf einem guten Weg. Wir haben viele engagierte Präventionsräte. Wir haben in den Landkreisen, kreisfreien Städten und in einzelnen Kommunen eigenständige Präventionsräte. Ich werbe sehr dafür, dass das noch mehr im Land an Bedeutung gewinnt, dass sich viele einbringen in die Präventionsräte. Denn letztendlich ist das die beste Vorbeugung, um Kriminalität zu verhindern. Auf dem Landespräventionstag wird der Landespräventionspreis und Ehrenurkunden für besonderes gesellschaftliches Engagement verliehen. Laut statistischen Berechnungen wird im Jahr 2030 jeder dritte Deutsche älter als 65 Jahre sein.